Einen wunderschönen guten Tag. Wer kennt das nicht? Man will gerade mal Bremsen wechseln und schwupps hat man das Gewinde kaputt bekommen. Oder es war schon kaputt. Und zwar das Gewinde, wo die Führungsbolzen vom Bremssattel befestigt werden. Hier in diesem Video zeige ich, wie man es mit einem Reparatursatz für unter 30 Euro innerhalb von oder unterhalb von 10 Minuten reparieren kann. Da gibt es verschiedene Lehren für VAG, Opel und Ford. In diesem Fall ist es ein Golf 4. Deswegen habe ich die Schablone für VAG genommen. Es wird dort befestigt, wo das Gewinde noch in Ordnung ist. Und es dient dazu, das Bohrloch gerade zu bohren. Nachdem es fixiert worden ist, kann man mit dem mitgelieferten Bohrer in dem Reparatursatz das Gewindeloch aufbohren. Und zwar ist das so eingestellt, dass die Öffnung passend für die Gewindehülsen sind. Es sind 10 Stück an der Anzahl. Also Sie können 10-mal Gewinde reparieren. Was das kosten würde, wenn man das. Also das ist echt günstig für knapp 28 Euro, unter 30 Euro. Ich habe hier einen Akkubohrer genommen. Leider war der Akku schwach, habe ich gar nicht beachtet. Deswegen habe ich das mit dem Bohrmaschine nochmal wiederholt, das Loch zu bohren. Jedenfalls zu dem Artikel, diesen Reparatursatz, habe ich den direkten Link bei Amazon.de in der Videobeschreibung eingefügt. Sie können es sich dort gerne nochmal angucken, genauer Details anschauen oder auch dort erwerben, wäre auch schön. Wenn nicht, ist auch Ihre Entscheidung. Das müssen Sie wissen. Ich kann es Ihnen noch hier beschreiben und erklären, wie das funktioniert. Nachdem das Loch gebohrt worden ist, kann eine Gewindehülse entnommen werden. Die ist außen drum rundherum geriffelt, sodass es dort festsitzt im Loch. Ich habe es erst mit einem Gummihammer versucht, aber es war nicht. Habe ich nochmal einen Metallhammer genommen, der etwas schwerer ist, weil das geht wirklich schwer rein. Ist auch ganz gut so, damit er auch festsitzt. Nachdem es fest eingeschlagen worden ist, kann dann das Gewinde probeweise draufgesetzt werden. Also wie gesagt, ungelogen, unter 10 Minuten ist das fertig. Ansonsten müsste man alles austauschen, der Achsschenkel oder Radaufhängung, wie sie das alles nennt, welche enormen Kosten, wie viel Arbeit das wäre. Also ist ein, also ich finde das super. Ich bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.